Wir probieren es mal. Wir landen hier gleich mal an, würde ich sagen. Hallo? Der hat ja schon welche an Bord. Sehe ich gerade. Ach, das sind die, die hier. Oh, die sind ja die. Mist. Das sind ja die. Dann müssen wir hier. Moment. Dann müssen wir die aufteilen. Kann ich die jetzt nicht aufteilen? Nein, kann ich nicht. Dann müssen wir das anders machen. Wir landen noch mal kurz an hier. Ich hoffe, ich lege mir hier kein Ei. So, dann teilen wir die auf. Dann haben wir 28, die teilen wir auch auf. Dann schicken wir 15. Schicken wir einmal hier hoch. Und die anderen 15 schickt man hier runter. Ich hoffe mal, das klappt so. La Plata unloyal, soll ich schauen, ob die unloyal sind. Wo sehe ich denn das? In den Diplomatieoptionen wahrscheinlich irgendwo, oder? Vertrauen gefallen, ist doch gut. Oder muss ich irgendwo anders schauen? Die können mich auch gut leiden. Nö, sieht doch alles gut aus. Drohende Katastrophe. Wir müssen auf alle Fälle unsere Stabilität wieder hochbringen. Und zwar schnell. Dann schauen wir mal hier rüber. Da müssen weitere Söldner da sein. Jawohl, alle hier rauf. Aber hurtig. Schneller! Ja, 10 haben wir gemacht, oder? Oder 11? Oh, das reicht immer noch nicht. Wir brauchen 12. Hier wird nochmal gebaut. Und dann müsste es klappen. Dann wird nochmal gebaut. Das ist auch gut. Dann haben wir nochmal einmal Puffer. Eieiei. So, wir haben irgendwas besetzt hier drüben. Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder? 8 Monate. 8 Monate. Aber ich sehe hier keine Rebellen. Hier oben noch. Ah, da oben sind nochmal welche. Dann teilen wir dich nochmal auf. Und bringen dich hier hoch. Da oben haben wir nochmal, das ist ja blöd, weil da können wir nie durchgehen. Dann ein Hin- und Hergespringe ist das heute. Sind wir hier schon angekommen? Ja, kurz davor. Das ist auch schön. Hallo, Let's Mo. Die Kronen mit den roten Ausrufezeichen heißt, dass sie unloyal sind. Die Kronen mit den roten Ausrufezeichen. Die Kronen mit den roten Ausrufezeichen. Was sehe ich denn hier? Rote Ausrufezeichen. Ah, hier. Illoyal. Betrachtet Spanien als unterdrückerischen Lehnsherrn. Was? Sie werden im Kriegsfall vermutlich nicht viel... Oh, das ist ja... Wie können wir denn da Abhilfe schaffen? Wie kann man denn gegen Illoyal wieder vorgehen? Wahrscheinlich nur durch Krieg. So, wir sind hier jetzt. Dann soweit. Alle mal rüberziehen. Freiheitsstreben ist über 50. Ach so, da haben wir ja schon. Uiuiuiui. Eieiei, Herrscher beschwichtigen. Wir haben, uiuiui. Das ist ja, uiuiui. Ich sag's nochmal, uiuiui. Zölle reduzieren können wir auch. Um 5% wird das gesenkt. Dann machen wir das mal. Hier auch. Eieiei. Ich werde verrückt. Geht alles vor die Binsen. Jetzt war es gerade wieder so schön ruhig. So, hier müssen wir jetzt endlich ankommen. Was haben wir denn hier? Hohe Kriegsmüdigkeit. Ja, ja, ich weiß doch. Du hast den ersten OCP Waffenstillstandsbruch verpasst. Da hat er recht. Kev zockt, würde gern Zypern haben.
Okay, dann bekommst du noch kurz hier Zypern. Es ist ja nicht so, als hätten wir genug zu tun. Aber kein Problem. Ich muss nur irgendwie das ändern können. Zypern, ändern. Hallo? Wie kann ich denn hier den Namen ändern? Hä? Ja, wenn du mir noch sagen kannst, wie ich den Namen hier ändern kann. Normalerweise kann ich doch hier immer reinklicken. Und dann kommt so ein Cursor. Aber das passiert hier nicht. Was? Der Name werde dann Großbergen. Stell einfach einen Diplomat auf Mission dafür. Für was Mission meinst du denn? Für was Mission? So, hier sind wir schon durch, oder? Nein, sind wir noch nicht. Und wir haben schon wieder Nationalisten, aber in Russland. Okay, passt. Was sollen wir denn einnehmen? Vendros? Ah, ich bin überfordert. Ach, gehört uns Zypern gar nicht. Und ich schaue hier rum. Was? Das war doch gelb. Ich dachte, Zypern gehört uns. Doch, Zypern gehört... Ach, hä? Emirat von Zypern. Das sieht auch noch so ähnlich aus hier wie unsere Flagge, wie unser Wappen. Das gehört uns gar nicht. Da, ja. Da kann ich dir Zypern dann doch nicht geben, Mensch. Zypern gehört sich selbst. Das ist gut. So, jetzt hat sich das jetzt hier schon. Hier haben wir 91. Und hier, oh, hier ist er auf 0 zurückgegangen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt einzig nur noch französisch, platisch, die Pfeifen. Da müsste doch jetzt hier irgendwann... Jetzt marschiert der hier rüber. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann fährt er mit dem Schiff. Wo ist denn unser Schiff hier? Hä? Katastrophe. Wir haben immer noch zu viele diplomatische Beziehungen, weil wir den Durchgang haben mit Fulbe. War das? Mit Fulbe hier oben. Brauchen wir natürlich nicht mehr. Krieg erklären, nimm's einfach. Ja, ja. Das kann man ja auch mal hier, kann ja auch mal Fehler passieren, Mensch. Oh, hier sind wir durch, 100%. Das heißt, wenn wir hier schon Quatsch machen, dann holen wir uns auch wieder alles zurück. Das ist ja ärgerlich, Mensch. Habe ich einfach Krieg erklärt hier. Also, können wir hier alles nehmen? Sehr gut. Mal etwas Geld. Nein. Das ist, hat sich voll gelohnt, ja. Dann fassen wir euch zusammen hier. Dann hier drüben sind wir da schon durch. 21% sind wir. Dann hier drüben sind wir da schon auf dem Weg. Das Schiff ist auf dem Weg, aber das wird knapp. Das wird zu knapp. 3 Monate. Das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Befrei doch das Land mitten in... Oh, das befreie ich nicht. Stimmt. Oh, es ist schon spät. Wir sind auch schon wieder am Ende der Zeit eigentlich. Adelsfehde, Moment. Blablabla, diplomatische Macht, lokale Autonomie oder 11 Adelige in Zerdena. Wo ist die Zerdena? Hier oben, mit denen können wir uns auf alle Fälle auseinandersetzen. Ach, jetzt sind die mitten auf der Insel. Ich dachte, die wären hier oben irgendwo. Da können wir natürlich nicht rüber. Mist. Ich brauche mehr Transportschiffe. Ich tucke hier immer mit einer rum. Haben wir nicht irgendwo die
die anderen Transportschiffe. Wo sind denn die? Ah, die sind hier drüben. So, wir sind hier. Sind wir schon durch? Das heißt, die sind weg. Dann mit den 17 landen wir hier an. Mit den 17 landen wir hier an, sage ich. Heieiei. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier drauf kommen. Aber das wird wahrscheinlich dann zu spät sein, oder? Nee, das ist jetzt weg. Das. Okay, offenbar. Ah, sobald wir das besetzen, dann geht das wieder auf Null zurück. Das ist ja super. Und drei Katastrophen hat er auch am Laufen, da hast du recht. Aber den werden wir gleich mal Einhalt gebieten. Können wir schon die Stabilität erhöhen? Jawohl. Müssen wir auf alle Fälle machen. Kernprovinzen können wir noch nicht. Alles braucht administrative Macht. Mitten in La Plata sind Rebellen. Meintest du das hier, oder? Das Feld hier. Aber das hat sich jetzt erledigt, würde ich sagen. So, hier sind wir auch durch. Das heißt doch, normalerweise müsste das jetzt niedergeschlagen sein. Ternatonische Nationalisten sind noch da. Ternate. Ternate. Die sind immer noch da. Achso, da sind wir noch nicht durch. Okay. Gut, dann haben wir noch Burjatische. Burjatische. Die sind hier oben. Da ist es mir egal. Da können sie machen, was sie wollen. Da kann sich Russland drum kümmern. Gut, wir holen unsere Leute wieder zurück. Fassen wieder alles ein bisschen zusammen, damit wir hier wieder etwas Übersicht haben. Hier die 8000 bringen wir erstmal hier an Land. Das, wieso? Wieso läuft der da immer? Verstehe ich nicht. Geh doch erstmal hier an Land, an Schiff. So, und dann bringen wir dich hier runter. Hier runter. Dann hier können wir den, die beiden, das sind ja auch nochmal 12.000, können wir auch sammeln. Eieieiei. Da haben wir heute aber ganz schön was hier erlebt, Mensch. Drunter und drüber ist gegangen. Jetzt sind hier nochmal welche raus, da können wir auch gleich hoch, wobei er mit 13 sollte das schon selbst machen können. Ming unterzeichnete einen Vertrag. Unabhängigkeitsunterstützung. Cadraxico. Shit. Wir können die Zölle nicht reduzieren, weil wir nicht genug Machtpunkte haben. Das, da soll sich dann der Zukunftszollfuß drum kümmern. Ich fasse das Spiel nicht mehr an. Okay. Kleiner Crashkurs im Rebellenmanagement haben wir gehabt, das ist richtig. Die Osmanen, jetzt kommt der Letzmo mit den Osmanen, bist du verrückt? Ich bin froh, dass wir überhaupt noch stehen momentan. Eieieiei. Ming, ne? Die Ming, die ist ja... So, dann geh du mal an Bord. Die Ming ist ja irgendwie, die mischt überall mit, bei Russland auch. Komischerweise. Dann bringen wir euch mal hier hoch. Wahnsinn, Mensch. Wahnsinn, sage ich da nur. Hier sind wir durch. Dann bringen wir euch hier rüber. Dafür kannst du einen Diplomaten auf Mission schicken. Wo soll man denn den hinschicken? Ah, wir sollen mit denen Freiheit streben. Wir sollen mit denen hier Beziehungen verbessern, damit das gesenkt wird. Was war denn hier? Cadraxico war das, oder? Hispaniola ist auch schon. Hispaniola. Da müssen wir erst hier rüber schicken, hierher. Beziehungen verbessern.
52, können wir denn hier nochmal vielleicht die Zölle senken? Das wäre mir sehr wichtig. Jetzt sind schon wieder welche rausgekommen. Diplomat abberufen in Salzburg. Hier unten wieder 27. Das kann er alleine machen. Was? Wer sagt denn was von Sitzen? Ich stehe hier, ja. Gut. Wir sind hier mit den 28 noch. Da müssen wir ja unsere hier hochholen. Und dann müssen wir hier unten die können wir wieder auflösen. Braucht kein Mensch mehr. Gut. So, was machen wir nach dem Krisenfall? Natürlich als erstes, wir fahren mal wieder die Festungen runter. Und wir investieren abschließend noch etwas. Ich bin schon wieder megamäßig über der Zeit. Ich muss mir heute noch Game of Thrones anschauen. Und jetzt fangt bloß nicht an zu spoilern. Da wäre ich nicht sehr erfreut. So, dann bringen wir euch hier hoch. Euch gruppieren wir noch. Haben wir noch irgendwo Söldner jetzt? Nein, sieht so aus, als wäre alles wieder im Lot. Ne, da haben wir noch Söldner. Die haben wir mal weg. So, und euch bringen wir nach oben. Es gibt eine neue Automatikfunktion für Diplomaten. Weiß nicht, ob du die kennst. Welche Automatikfunktion? Was meinst du denn mit den Diplomatenfreiheits automatische Funktion? Die kann ich ja gar nicht wählen jetzt. So, wir haben hier Mainz wird noch verbessert. Da kommen wir ja im Leben nicht runter. Das kann man ja komplett vergessen. Gut, dann bauen wir noch ein paar Gebäude, wenn wir gerade dabei sind. Irgendjemand ist gestorben. Ein Berater. Wen haben wir denn da? Disziplin brauchen wir nicht, Festungsverteidigung brauchen wir nicht, Moralarmee brauchen wir auch nicht. Können wir denn hier vielleicht jetzt mal einen Dreier wieder nehmen? Und hier haben wir auch, hier haben wir einen Einser. Dann nehmen wir auch einen Dreier. Ich brauche Machtpunkte, Mensch. Wir müssen ja noch den Ärmelkanal, wollte ich jetzt schon sagen, den Panama-Kanal bauen. Hier können wir noch die Goldküste konvertieren. Dann sind wir hier durch mit den Kernprovinzen. Kolonisiert Gishiga. Ja, das können wir sogar machen, weil wir noch einen haben. Gishiga. Wo ist denn Gishiga? Gott, Gott. Ganz hier oben. Da hat noch keiner kolonisiert. Was ist da denn los? Im ersten Fenster kannst du Diplomaten automatisieren. Das geht dann aber wahrscheinlich nur mit DLC, oder? Hier habe ich nämlich nichts. In welchem ersten Fenster meinst du denn? Diplomatische Rückmeldung? Oder meinst du das hier? Nö. Da könnte man auch mal hier, Hispaniola, wir sind doch hier freundlich, ne? Ach so, kann ich gar nicht wählen. Hallo Kadra! Nee, da wo Truppen gebaut werden. Ach, da oben, meinst du? Und da kann ich irgendwo festlegen für die... Kultur ändern? Da sehe ich jetzt nichts mit den Diplomaten. Ach so, habe ich nicht. Na gut. Okay, also dann wir holen uns noch kurz hier ein paar Upgrades, ein paar Häuser. Da können wir nichts machen.
Da können wir auch nichts. 0,2. 0,25. Sehr gut. Dann hier auch nicht. Nehmen wir alles noch mit. Wir brauchen jede Menge Kohle, wenn wieder was ist, damit wir uns wehren können. Da gibt es aber jetzt viel. Zahlhaus. Das ist ja der Hammer. Gut. Oh, ich muss die Mission natürlich noch annehmen. Ich würde nicht unbedingt oben kolonisieren, wegen den Russen. Na, die Russen sind unsere Freunde, Mensch. Gut, Freiheitsstreben 100%, alles andere sind im grünen Bereich, das passt auch. Wir werden uns wieder etwas sammeln. Und dann schauen wir einfach mal, was wir beim nächsten Mal machen. Mann, 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 was für eine aufregende Folge. Das war jetzt doch ganz schön mehr Kampf, als ich ursprünglich dachte. Ich dachte, wir nehmen einfach mal Frankreich so pillepalle-mäßig ein. Dann hat sich das erledigt. Aber da ist uns dann, sind uns die Revolten dann nochmal dazwischen gefahren. Ich soll nochmal rauszoomen. Ja, es hat sich nicht viel geändert eigentlich. Ach so, Russland meinst du? Da ist Russland. Hier oben, aber den werden wir wahrscheinlich nicht halten können. Und hier sind die Ming, die immer dazwischen mängeln. Hier. Und immer die anderen aufhetzen. Na gut. Dann werden wir uns wiedersehen in den nächsten Tagen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ja, bis dann. Ciao.